Hallo und herzlich willkommen. Wir machen noch eine Runde mit unserem Priesterdeck. Ja, bevor wir es jetzt umbauen, ich möchte es nochmal ein bisschen gucken, was wir denn genau austauschen können. Also gerade Gedankenraub bzw. Gedankensicht sollen raus. Ich bin noch am überlegen, ob wir statt einem Gedankenraub vielleicht einen Yeti oder so reinnehmen. Es ist alles eine schwierige Frage. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie wir uns in dieser Runde hier entsprechend schlagen. Und unser erster Gegner wird ein... Wir sind gespannt. Anduin! Paladin-Opfer. Sehr schön. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das Licht wird ihn lassen wir drin. Ja, können wir eigentlich alles behalten. Sieht nicht schlecht aus. Ich hoffe natürlich noch, dass wir ein paar Diener jetzt bekommen. Wir müssen ihn jetzt ja auch in dieser Anfangsphase hier ein bisschen beschäftigen. Bevor er dann wieder anfängt, hier seine Tierchen zu buffen. Er hat auch die Münze bekommen. Das war's. Deswegen warten wir mal, was er spielt. Und er kommt. Leg diesen Apfel auf deinen Kopf! Und spielt gleich einen Messerjongleur. Na, das ist natürlich praktisch. Kann ich Bedarf würfeln? Das war's. So, schauen wir mal, ob er ihn gleich irgendwie wegkriegt, wenn er jetzt was ausspielt. Jetzt Daumen drücken. Glück gehabt. Auf in die Schlacht! Nein, nochmal. Ah, Glück gehabt. So, Runde 3. Wir brauchen noch eine Runde, damit wir hier was Schönes reißen können. Messerjongleur muss natürlich weg. So, und wir spielen hier noch einen Akolyt. In der Hoffnung, dass wir hiermit bzw. hiermit ein bisschen was machen können. Er legt sich eine Einzelwaffe an, das ist schön. Geht direkt auf uns. Wir nutzen das natürlich hier schön aus, indem wir ihn reinhauen. Nehmen seinen Zweierschaden noch weg. Das war's. Zum Kartenziehen und bekommen auch noch eine heilige Nova. Sehr schön. Leg diesen Apfel so, auf einen Kopf. Einmal Messer von Leo. Nicht mit mir. Ui, da sind richtig schöne Kombination hier. Gut, wir müssen leider ein bisschen aufräumen. Einmal die Stille rein. Dann hauen wir. Ja, ich brauche den 5er Schaden leider für den hier. Und den 1er Schaden haben wir da noch irgendwas? Nee, dann müssen wir es leider so machen. So, und die 5 gehen ins Gesicht. Auf in die Schlacht, Mane! Okay, er will ihn wegnehmen. Na, wenn er jetzt den. Okay, er geht direkt auf uns. Das ist schön. Melde mich zum Dienst. Das passt perfekt. So. Verursacht 5 Schaden. Brauche ich allerdings gar nicht. Ich nehme ihn seinen Sechser weg. So. Jetzt haben wir noch einen, das heißt, wir spielen einmal hier drauf. Wir verdoppeln uns nochmal und spielen einen auf. Warte mal, was hat er denn hier liegen? Schönes. Ja, da liegt nichts Schönes. Zack, 14 Schaden. Okay, dann zweier mit
umschauen. Er probiert uns runter zu hauen. Melde mich zum Dienst. Und es langt ihm nicht. Der Sieg gehört. Dankeschön. Also es war eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, es war eine sehr, sehr aggressive Art. Ich habe sehr einfach nur drauf geguckt, dass ich ihn runter, ja, ich würde es nicht empfehlen, dass man so nachspielt, aber es hat geklappt, das ist schon mal das Schöne. Ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Verbesserungsvorschläge oder was wir dran machen können oder ein anderes Deck, schreibt diese bitte mir unten rein. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann, ciao, ciao.